ihr seid zurück. Ich dachte, ihr kämpft nicht mehr. Was hat er gesagt? Beide? Das glaube ich nicht. Er hat von meinem Sohn immer gesprochen, als sei er Abfall. Er nannte ihn immer S. Aber vielleicht hat ihn Mutter überredet. Oder ihr wart es. Oh, ich kann euch gar nicht genug danken. In einer Geschichte würde mein Sohn später als Ritter in eure Dienste treten. Wenn er erwachsen ist, schicke ich ihn zu euch. Das verspreche ich. Javia sagte, jeder ist in Gefahr, der mit euch redet. Erzählt mal, war der Turm der Magi genauso, wie ihr ihn euch vorgestellt hattet? Wild gewordene Abscheulichkeiten? Templer, die jeden Magier in Sichtweite abschlachten wollen? Ja, genauso hatte ich es mir vorgestellt. Glaubt ihr nicht, ihr hättet dort eine bessere Ausbildung bekommen? Im Vergleich zu dem, was eure Mutter euch beigebracht hat. Stimmt schon. Bei meiner Mutter gab es bei weitem nicht so viele Abscheulichkeiten. Das hätte meine Ausbildung sicher enorm verbessert. Da muss ich euch recht geben. Das erleichtert mich enorm. Willkommen zurück. Es wird euch freuen zu hören, dass der Wiederaufbau des Zirkels gut voranschreitet. Orsamar, wirklich, ihr habt meine Neugier geweckt. Es ist allgemein bekannt, dass Zwergen die Begabung zur Magie fehlt. Sie wird selbst die einfachsten Zauber niemals beherrschen, so sehr sie sich auch anstrengt. Faszinierend. Da sollte sich der Zirkel wohl geschmeichelt fühlen. Ich kann niemandem, Zwerg oder Mensch, die Chance auf Bildung verweigern. Wer Wissen erstrebt, dem darf es nicht vorenthalten werden. Sagt Dagna aus Orsamar, dass dieser Weg nicht leicht ist. Aber wenn sie ihn beschreiten möchte, ist sie hier im Zirkel willkommen. Sie wird mit den Besänftigten leben und lernen und später mit den Schülern, wenn sie sich eignet. Wenn der Zirkel nur in besserem Zustand wäre. Vielleicht ist sie ja enttäuscht, wenn sie kommt. Das wird sicher interessant. Sie kann uns viel über unsere Zwergennachbarn erzählen. Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass es mit dem Zirkel langsam wieder bergauf geht. Seid bedankt. Alles Gute. Ihr seid hier immer willkommen. Ich kümmere mich darum.
Konzentriert euch, so wie wir es geübt haben. Und jetzt... Feuer! Soll ich euch einen Stuhl holen, mit dem ich länger ins Lachen sitzen muss? Ich bringe diese Schüler nach Radcliffe. Der erste Verzauberer sagt, ihr benötigt jeden Magiebegabten für den Krieg. Sie sind jung, aber ausreichend fähig, wie ihr selbst sehen konntet. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Was für ein Kampf! Jetzt weiß ich wieder, warum ich Orsama verlassen habe. Immer nur kämpfen. Das Kriegerleben besteht aus Blut, Asche und Staub. Ich weiß allerdings nicht, wer schmutziger ist. Diese Monster oder die dunkle Brut. Warum seid ihr daran interessiert? Und wie viel ist es euch genau wert? Klingt gut. Es ist in meinem Tresor. Hier ist der Schlüssel. Würdet ihr mich jetzt bitte allein lassen? Aber selbstverständlich. Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Radcliffe.